Bezüglich Oberhemden haben wir drei verschiedene Konzepte bei Puma. Future ist für uns Strick mit Silikon. Das sieht man hier. Also wir haben ein durchgestricktes, nahtloses Strickmaterial. Und in der Punching-Zone, wo man wirklich Grip und Protektion braucht, verwenden wir Silikon. Dann beim Puma One haben wir die Textil- und Latex-Variante, damit wir auch für den Torhüter, der jetzt lieber etwas einen komfortableren Handschuh haben will, ein bisschen weiteren, nehmen wir eben das Textil und das Latex ist eben etwas weicher, gibt etwas mehr Komfort, sitzt aber dafür nicht ganz so eng. Und dann haben wir eben noch die dritte Variante und das ist King. Und hier sprechen wir von wirklich Volllatex. Latex, Latex. Das heißt, die komplette Oberhand ist aus Latex. Sehr weich, sehr griffig. Natürlich nicht ganz so leicht wie jetzt der Puma One oder der Future. Aber gibt eine gewisse Stabilität für Torhüter, eben die ja, eben diese Stabilität wollen. Wenn man jetzt alle drei Handschuhe hier nebeneinander hält, sieht man ganz deutlich den Unterschied. Future, wirklich sehr eng geschnittenen Handschuh für Torhüter, die wirklich ein extrem gutes Ballgefühl haben wollen, extrem engen Sitz haben wollen, auch etwas länger geschnitten, damit er wirklich, wirklich gut sitzt, eng sitzt. Dann haben wir in Future, in Puma One eben dieses Mittelding, wo man sagt, Finger sitzen eng, aber hier im unteren Bereich habe ich ein bisschen mehr Komfort, sitzt ein bisschen weiter. Und dann die dritte Variante eben, dieser Volllatex-Handschuh, wo etwas weiter sitzt, mehr auf Komfort abgezielt ist, für Torhüter, die jetzt einfach ja, diese klassischen Torwarthandschuhe gewohnt sind. Und ich denke, mit dieser Auswahl findet wirklich jeder Torhüter seinen optimalen Handschuh, seinen optimalen Sitz, ja, mit dem man am besten zurechtkommt. Bei Torwart.de habt ihr wirklich die Möglichkeit, alle drei Top-Modelle zu kaufen, auszuprobieren und dann für euch zu entscheiden, mit welchem Modell ihr am besten zurechtkommt.